Sie haben gesagt, Sie seien der Pilot eines Zugs. Was für einen Zug haben Sie gemeint? Haben Sie diesen herrlichen Zug, der im Bahnhof steht, denn nicht bemerkt? Und wo soll dieser Zug hinfahren? Weit, weit weg wird er fahren. Sehr weit. Und nehmen Sie jemanden mit? Meine Aufgabe ist es, den Zug zu fahren und dafür zu sorgen, dass er pünktlich ist. Pünktlichkeit ist für einen Zugführer Ehrensache. Aber ich muss Ihnen recht geben, Kate Walker. Ein Zug ohne Passagier hat nur wenig Sinn. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Was die Details betrifft, wenden Sie sich an Anna Vorarlberg. Sie sind schon ein erstaunlicher Roboter. Ein Automat, wenn ich bitten darf. Sie macht's schon wieder. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich wollte Sie nicht verletzen. Automaten haben etwas wie eine Seele, wissen Sie? Ich verstehe. Ist es lange her, dass Sie Anna Vorarlberg zum letzten Mal sahen? 72 Stunden, 32 Minuten und 20 Sekunden, um genau zu sein. Ihre Abwesenheit erklärt den bedauernswerten Verzug meines Herstellungsprozesses. Anna Vorarlberg ist tot, Herr Oskar. Was verstehen Sie unter dem Begriff tot, Kate Walker? Kaputt, deaktiviert, abgenutzt, beschädigt, ausgestöpselt. Oh Gott. Sehr ärgerlich. Meine Herstellung muss unbedingt abgeschlossen werden. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sicherlich. Ich brauche unbedingt meine Füße. Meine Hände sind Modell XZ2003. Für meine Füße benötige ich das Modell XZ2005-B. Das Modell XZ2005-A weist kleine Fehler auf. Ein Bug? Bei Automaten gibt es keine Bugs, Kate Walker. Bug? Nur eigenwillige Funktionsweisen. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Und was muss ich tun, um Ihnen zu Ihren Füßen zu verhelfen? Sie müssen deren Produktion auf dem Montageband einleiten. Dazu brauchen Sie die Herstellungslochkarte, die meine Körperstruktur enthält. Hier, nehmen Sie meine. Nun gut, ich werde es versuchen. Danke, Kate Walker. Oskar, es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Wenn die Wüste. Kate Walker. Na? Achso, da ist die Tür. Lalala. Frage ist, wie wäre ich da hingekommen, ne? Warte mal, legst du den rechten roten Hebel in der unteren Reihe um, die Nummer 3 trägt. Sehe ich das hier irgendwo? Das Problem ist, es ist alles so furchtbar. Ah, hier. Warte mal. Der hier. Warte mal. So. Den linken schwarzen Hebel. Madagaskar ebenholz einstellen musste, also beige. Dazu musst du den linken schwarzen Hebel dreimal betätigen. Ich hätte jetzt die Broschüre lesen müssen und genau herausfinden, wie das alles funktioniert, und da war ich niemals drauf gekommen.
ist das so unfassbar. Es ist schon sehr spät. Und dann mit der Halle den breiten Weg ein Stück entlang. Nee, wie war das denn? Kann man es nicht irgendwie... Ah, das war falsch. Nee, man kann es nicht beschleunigen. Warte mal. Dann in der Mitte der Halle den breiten Weg ein Stück entlang. Gut, nehmen wir das dort. Da sind sie. Die schnappen wir uns beide. So, wo war die Manufaktur? Die war da ganz... Nee, Quatsch, die war hier. Genau, durch die Säulen durch. Guten Tag, ich bin es noch einmal. Darf ich Sie kurz stören? Was könnte ich mir in meiner Situation Angenehmeres wünschen? Oskar, ich habe Schwierigkeiten mit dem Leitstand. Ihre Karte scheint nicht auszureichen, um ihn in Gang zu setzen. Soweit ich weiß, funktioniert der Leitstand einwandfrei. Gut, dann habe ich irgendwas vergessen zu machen. Hä? Sicherlich. Ich verlasse mich auf Sie, Kate Walker. Warte, was? Nein. Wissen Sie, wo ich Dokumente finden kann, die die Verwaltung dieser Verbindung... Ich kann Ihnen... Sie sind schon ein... Ein Auto... Bitte entschuldigen Sie mich. Ach. Automaten. Hm. Ich bin doof. Oskar? Ja, okay. Hier, Ihre Füße, Oskar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Es ist Ihnen gelungen, zweimal das Modell XZ2005-B herzustellen, Kate Walker. Daumen hoch. Sie sehen mich hocherfreut, Kate Walker. Sie stehen Ihnen ausgezeichnet. Sehr freundlich von Ihnen, Kate Walker. Doch jetzt muss ich mich leider von Ihnen verabschieden. Wo gehen Sie hin? Ich muss mich zur Lokomotive begeben. Die Abfahrt steht kurz bevor. Ich muss dazu auch sagen, diese Lösung ist fantastisch. Also wirklich gut. Nicht sie hinterher.
Aber man denkt, diese Rätsellöserei, wie sich das ja alles richtig gemacht hätte ohne Lösung. So, der dritte von links ist der da. Der erste Bahnhof. Bahnhöfe sind immer was ganz Wichtiges in dem Spiel. Das ist der Zug. Hallo, Oscar. Meine Funktion untersagt mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker, auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Ich? Ihr Fahrgast? Ja, Sie, Kate Walker. Haben Sie mich nicht mit diesem Ziel fertiggestellt? Wenn Sie das sagen? Oscar, könnten Sie mich nicht einfach Kate nennen? Ich finde das sehr viel netter. Schließlich haben wir gemeinsam eine weite Reise vor uns. Ist das so? Ich bedauere sehr, Kate Walker, aber ich habe Sie unter diesem Namen registriert und kann die Daten nicht ändern. Meine Funktion verbietet mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker. Zwischen Vertraulichkeit und freundlichem Umgang besteht ein gewisser Unterschied, Oscar. Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oscar. Nein. Ihre Fahrkarte, bitte. Meine Fahrkarte? Was meinen Sie damit? Das ist so Kate toll. Walker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast benötigt eine Fahrkarte. Nun gut. Und wo kann ich mir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. So, nee, da lang. Na, seltsam. Ein völlig nutzloser Bahnhof und jetzt soll es einen Schalterband. Sie wünschen, bitte? Aber Oscar, ich bin es doch. Kate Walker. In der Tat, Ihr Name ist Kate Walker. Dieser Zug ist ganz wunderbar. Ich werde mich hier wie eine Prinzessin fühlen. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt, Kate Walker. Der Zug wurde in der Tat so konzipiert, die Reise möglichst angenehm zu machen. Das ist wunderschön, oder? Ja. Sie wünschen, Kate Walker? Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Sie sonst noch was? Die einzige Funktion dieses Schalters ist die Ausgabe von Fahrkarten. Würden Sie bitte schnell machen, der Schalter schließt in genau 3 Minuten. Sie wünschen? Na, eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Eine Fahrkarte. Sehr gut. Und wohin bitte? Woher soll ich das denn wissen? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte also, um wegzufahren. Wunderschön. Mit der mechanischen Eisenbahn, Abfahrt von Validieren ist für eine Person gültig und muss jede Person, die befugt ist im Bereich, vorgezeigt werden. Genehmigung über die Gesamtheit oder einen Teil beweglichen und unbeweglichen Vermögen einer Erbmasse zur Verfügung, Erbschaft, Freiberg, Beschreibung des Objekts, das im Stempel zum Stempeln befugten Instanzen aufweisen muss, ermöglichen Träger dieses Dokuments frei. Genau. Hier, bitte. Verlieren Sie sie nicht. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valladolid. Der Kontrolleur kann diese später verlangen. Aber Sie sind doch der... Achtung,
Der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Ich gehe jetzt mal rein, um das zu erfahren, was ich jetzt schon weiß. Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Ach so, ja. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung... Auch ich habe... Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Und warum wollen Sie meine Fahrkarte nicht? Kate Walker, ich halte mich streng an die Vorschriften. Es sind noch nicht alle Bedingungen zur Abfahrt erfüllt. Ich muss die Abfahrerlaubnis genehmigen lassen. Genau, das wollte ich hören. Was können Sie pingelig sein, mein lieber Oscar? Hier, die Abfahrerlaubnis für den Zug. Sie ist nicht unterzeichnet, Kate Walker. Oscar, jetzt übertreiben Sie aber. Sie haben sie mir doch selbst gegeben. Gehört Ihnen dieser Zug? Nein. Dann können Sie Valedilen auch nicht ohne die Erlaubnis des Eigentümers verlassen. Es dürfte schwierig sein, die verstorbene Frau Vorarlberg um ihr Einverständnis zu bitten. In diesem Fall reicht der Stempel des gesetzlichen Vertreters aus. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich beeilen würden, Kate Walker. Die Abfahrt steht unmittelbar bevor und ich muss die Pünktlichkeit garantieren. Also müssen wir nochmal zum Notar, was ich ja schon wusste. Warum pfeift Oscar? Es ist in Zeilen ja wirklich auch ein bisschen witzig, aber wenn man sich überlegt, was dahinter steckt, aber naja. Es ist schon es ist schon echte Kunst, das Spiel. Die Wege sind zum Teil sehr lang. Gibt's denn nicht irgendwas? Was macht er jetzt? Das ist aber nicht das, was ich denke. Nee. Nee, das geht auch nicht. Nee. Der Notar ist der mit den... das große Haus mit den Bänken. Nochmal an dem Onkel vorbei. Mit den Brötchen, den die aufhat. Na, wie kommen wir denn dahin? Genau. So. Tinte, oder?